Zuerst muss man sagen, dass es keinen guten oder schlechten Akzent gibt. Ob sich ein Akzent gut oder schlecht anhört, ist wirklich reine Geschmackssache. Als Beispiel nehmen wir die englische Sprache, die die Nummer 1 der internationalen Sprachen ist und die du fast auf der ganzen Welt anwenden kannst. Also mit englischsprachigen Leuten wie Iren, Australiern oder Amerikanern oder aber auch mit Leuten, deren Muttersprache nicht Englisch ist, wie zum Beispiel Japanern, Russen oder Brasilianern, mit denen du aber wahrscheinlich trotzdem auf Englisch kommunizieren würdest. Je mehr unterschiedliche Akzente du verstehen kannst und kennenlernst, desto besser.